Wir sollten den Befehl geben. Mal sehen, ob sich István Toss auch aus dieser Situation herausfinden kann. Fordere das Schicksal nicht heraus, Hanusch. István! Es ist vorbei! Sollen wir etwa kommen und dich holen? Davon würde ich abraten, wenn dein Freund Divish sein Weib lebend wiedersehen will. Und Herr Ratzig? Sind die Geiseln unverletzt? Vorerst, Hanusch, das kann sich jedoch ändern. Das freut mich zu hören. Nun, unser Gast ist ebenfalls unversehrt, wenngleich es ihm danach verlangt, heimzukehren. Ich nehme an, dich ebenso. Es ist ein Weilchen her, seit du dich das letzte Mal an deinem eigenen Feuer gewärmt. Ich habe keine Eile. Ich habe reichlich Vorräte, eine schöne Aussicht und gute Gesellschaft. Was will man mehr? Deine Freiheit? Freiheit? Freiheit mit einem Feind in meinem Rücken? Mein Herr, wir sind alle Ehrenmänner hier. Alle an die Ehre gebunden. Ich gebe dir mein Wort als Ritter und Herr. Und das meiner Gefährten. Wenn du Herrin Stefanie und Herrn Ratzig freilässt, dürfen du und deine Männer unbehelligt aus der Burg abziehen. Und wie weit kämen wir wohl? Was nützt es mir, wenn eure Männer uns dann in den Wäldern auflauern? Wenn du mir dein Wort als Ehrenmann gibst, zu verschwinden und nie wiederzukehren, dann garantiere ich dir freies Geleit bis an die Grenze dieses Lehns. Was danach geschieht, liegt an dir und dem Willen des allmächtigen Herrn. Also gut. Aber ich will eine Gewährleistung. Ich gebe euch Herrin Stefanie. Aber Ratzig kommt mit mir. Ich lasse ihn in Scarlitz frei. Das steht außer Frage. Ist dir unser Wort etwa nicht gut genug? Und was ist mit meinem Wort? Ich schwöre, ich lasse ihn frei, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich gehe mit ihm, Hanusch. Gib Herrin Stefanie ihre Freiheit zurück. Vater! Keine Sorge, Junge. Ich traue Herrn Istvans Eigennutz mehr als seinem Wort. Er wird mir ganz sicher nichts antun. Wenn du dir sicher bist, Herr Ratzig! Bereite Pferde und Vorräte vor und befiehl deinen Männern, sich zurückzuziehen! Wir kommen runter! Ihr habt ihn gehört! An eure Arbeit! Und wer diese Waffenruhe verletzt, hat sich vor mir zu verantworten! Herr, willst du ihn wirklich gehen lassen? Ich gab ihm mein Wort, Heinrich. Er ist ein Mörder und ein Lügner. Gute Männer fanden seinetwegen den Tod. Was hält uns davon ab, ihn aufzuspießen, sobald er herauskommt? Unsere Ehre! Wenn du ihn gehen lässt, wird er es wieder tun. Oder Schlimmeres. Gottes Gerechtigkeit wird ihn finden. Dann bekommt er meinen Streitkolben zu spüren. Wenn wir unser Wort brechen, haben wir keine Ehre. Und ohne Ehre sind wir nichts. Hab keine Angst. Dein Vater wird das durchstehen. Wir bringen sie schon noch zur Strecke. Holt die Pferde. Hier ist sie, wie versprochen. Hier wurde kein Haar gekrümmt. Divish! Bitte vergib mir, mein Vater, es tut mir leid. Was denn? Das ist unmöglich. Komm her, meine Liebe. Dich trifft keine Schuld. Sicherlich mehr als deinem. Sollte alles wie vereinbart ablaufen, lasse ich Ratzig in Scarlet 2. Aber wenn ihr uns folgt, stirbt er. Werden wir nicht. Verzeiht, dass ich dich von deinem Vater fernhalte, aber ihr werdet euch schon bald wiedersehen. Oh, was denn ist das? Dein Schwert. Vermutlich hättest du es nach all dem Ungemach gerne zurück. Was soll's? Weißt du was? Ich behalte es. Als ein Andenken. Es ist nicht vorbei. Ich finde dich. Ja! Ja!
Skale. Aufsitzen, Heinrich. Du hast gehört, was er tut, wenn wir ihm folgen. Wir werden ihm nicht folgen. Wir müssen nur deinen Vater einsammeln.